da fühlt man sich doch gut, hier so nah an den Schienen lang. Das ist ja wirklich gigantisch groß. Da ist auch so ein, direkt so ein Sicherheitshäuschen mit Security. Seht ihr diesen Kasten? Oh nein, shit, ich hab's geahnt. Ich bin heute unterwegs, um mir ein verlassenes Stahlwerk anzuschauen. Dieses wurde 1868 gegründet und befand sich bis zur Schließung 1989 auf einer 40 Hektar großen Fläche, die an die Bahnstrecke grenzte. Da hinten die ganzen Gebäude komplett verlassen. Das verlassen. Darüber verlassen. Und so weit geht die Kamera gar nicht. Komplett verlassen. Jetzt ist nur die Frage, wie ich da runterkomme. Ich suche noch nach einem Weg. So, ich bin hier jetzt einmal komplett rumgelaufen. Es gibt nur einen einzigen Weg, der runterführt. Und der führt wirklich runter, runter. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, wie steil das ist. Ich würde sagen, das wird rutschig. Kann man es erahnen, wie steil es hier abgeht? Hier sind doch Leute schon vor mir. Auf jeden Fall gerutscht. Oh, jetzt kommt auch noch ein Zug. Das muss doch nicht sein. Oh. Schön nah direkt an den Schienen, aber wir haben es geschafft. Es wird gerade richtig warm. Es ist richtig frühlingshaft. Aber jetzt schauen wir erstmal, was uns hier so erwartet. Absolut genial. Ich liebe Stahlwerke. Ich liebe diese Industrie einfach. Ich sehe eine Treppe. Das heißt, es geht hoch. Dann bin ich natürlich sofort einmal neugierig. Oh, da geht auch eine Leiter hoch. Vielleicht kommen wir sogar bis ganz oben hin. Bereue ich wieder, dass ich meine Handschuhe verloren habe und mir immer noch keine neuen bestellt habe. Meine Lieblingsgitter. Ich mag sie. Ja, da unten eine Menge Bauschutt. Da wurde wohl mal irgendwas abgerissen. Ich habe gerade festgestellt, dass es doch keine gute Idee ist, nach oben zu gehen. Schaut mal. Ja, also das muss nicht sein. Jetzt weiß ich auch wieder, warum ich diese Gitter echt nicht leiden kann. Ich bin trotzdem mal die Leiter ein Stück hochgestiegen. Einfach, weil man von hier oben so einen richtig krassen Ausblick hat. Heute Mittag werde ich sie mir bestellen. Also da käme ich auch hoch, aber die Gitter da oben sehen nicht besser aus. Die sind halt komplett rausgebrochen. Das macht halt so irgendwie keinen Sinn. Aber es gibt hier ja noch gefühlt 5 andere Hallen. Schaut euch mal an, wie verbogen das ist. Sich einmal richtig, da sogar richtig verzwirbelt, richtig gedreht. Beachte die Betriebsanweisungen, vermeide Hektik. Im Zweifel Vorfahrt für die Sicherheit. Sichere dich selbst. Abschalten und persönliches Schloss. Absperren und sichern für dich und deine Kollegen. Sei niemals unter schwebenden Lasten. Naja, so ein paar Warnhinweise. Nicht rauchen, kein Feuer machen, Schutzbrille tragen. Das ist groß. Das ist ja wirklich gigantisch groß. Oh, und da geht's wieder nach oben. Was ist das denn hier? Sieht aus wie eine alte Tischtennisplatte.
Oder ist das eine Tür? Ach, das ist eine Tür. Ja, gut. Warum nicht? Und es geht immer weiter nach oben. Das war da, wo diese Gitter so total kaputt waren. Und da geht's auch weiter. Die war die Anmeldung und die Warenannahme. Und hier auch noch eine riesige leere Halle. Da geht's auch noch hoch aufs Dach. Riesengroßer Komplex auf jeden Fall. Na, hier war dann wahrscheinlich tatsächlich die Anmeldung. Oh. Immer schön nach unten schauen, Leute. Ich war so amüsiert gerade von diesem alten Telefon. Noch so richtig mit Wählscheibe. Überall gehen da hinten Leitern hoch. Ich nehme mal an, hier war dann so die komplette Büroabteilung. Auch hier leider alles komplett raus. Da hat der Boden schon ordentlich nachgegeben. Und hier ist noch so eine Leiter. Konnte man auch auf jeden Fall dann runtersteigen. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Seht ihr diesen Kasten? Hier drin steht eine Bauwatch. Und ich wusste nichts davon. Sie hat noch nicht mit mir geredet. Aber ich würde sagen, wir schauen mal, dass wir hier aus dem Gelände ganz schnell wieder rauskommen. Sowas ist immer richtig mies, ne? Meistens stehen die Dinger ja irgendwo am Eingang und dann ist das Ganze mit einem Zaun zu und so und man sieht schon, ja, hier sollte man besser nicht rein. Aber die steht so richtig versteckt, richtig gemein hier drin. Wie ist das denn mit diesen Bauwatches? Die alarmieren doch, wenn die jemanden wahrgenommen haben oder plinken oder so, oder? Weil es hat weder geplinkt noch hat es mit mir gesprochen. Aber trotzdem, ich glaube, wir sollten schauen, dass wir hier rauskommen. Auch da hinten steht noch eine Bauwatch. Da ist auch so ein, direkt so ein Sicherheitshäuschen mit Security. Und ich werde jetzt schauen, dass ich von diesem Gelände runterkomme. Ich weiß noch nicht genau, wie lang das Video hier wird. Und ob ich es überhaupt schneide und hochlade. Und ob sich das halt jetzt gelohnt hat. Aber wenn ihr es seht, dann habe ich es hochgeladen. Und dann freue ich mich natürlich auch über einen Daumen und auch über ein Abo.